So, Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Roblox. Ihr seht schon, das ist das gute Unwetter, was hier uns gleich erwartet. Und das heißt, wir spielen mal wieder Natural Disaster. Und da wir Natural Disaster meistens nicht alleine spielen, habe ich mir Verstärkung geholt, der uns dann immer beisteht und Hähnchen hält, wenn wir... Habe ich Hähnchen hält gesagt? Auf jeden Fall hast du das gesagt. Hähnchen hält? Sieht aus wie Hähnchenbraterei oder was, ey? Ne, Händchen, ja, Händchen. Wie die Hand, nur süß gemeint, also das Händchen von uns. Blizzard, seek warm and find shelter. Okay, wir müssen unseren Warm aufbehalten. Du bist, glaube ich, oben noch im Turm. Ich versuche das nochmal zu überstehen. Ich bin hier im Haus, nichts im Turm. Wie im Haus? Bist du so schnell schon reingejoint? Ja. Ach du Scheiße, das fällt mir da fast auf den Kopf. Da, das bist du doch, ey. Das musst du sein. Das war so klar, ey. Dass du so feige bist, unter der Treppe dich hinstellst. Standardstyle. Geh doch mal nach draußen. Kämpf mal gegen das Unwetter. Nein. Ja, stattdessen stellt er sich da unter die Treppe und chillt da. So, aber im Hause müsste hier nicht viel passieren. Oh Gott. Wenn einmal der Eisregen auf mich prallt, sehe ich gerade. Hier müsste noch einen Keller geben in der Schule. Das wäre cool. Aber dann wäre er wahrscheinlich zu einfach. Guck mal, ich gehe mal hier auf die Toilette ein bisschen für kleine Mädchen. Da, da, da. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich, ey, hier ist ein Mädchen drin. Was ist mit dir los? Noch einer, der... Ey, was guckt ihr hier ein Mädchen zu? Raus hier, ihr Schweine. Raus. Hausmeister, wo bist du, ey? Komm mal her. Die verfolgen mich, das gibt's ja gar nicht. Ein kleines Mädchen darf nicht mal alleine mal auf Toilette gehen und Pipi machen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt mach ich mir in die Hose, gehe ich aufs Jungklo. Schnell mal aufs Jung... Wie zu hier? What the fuck? Ne, hier muss das Jungklo... What? Wie, die Jungs haben kein Klo? What? Die Jungs haben kein Klo? Diskriminierung, ohne Witze. Das melde ich dem Schulleiter. Oh ja, du als Hausmeister musst es auf jeden Fall melden. Das geht ja gar nicht. Nur Mädchenklos. Die Jungs müssen in mein Gebüsch gehen. Ei. Ei, ei, ei. So, da unten ist nochmal das Haus. Was relativ... Das gut überstanden hat, den Schneeregen. So. Und ich musste eigentlich mal meinen Charakter resetten. Fällt mir gerade ein. Oh, ich hoffe, ich habe schnell genug resettet. Bitte, 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 bitte. Sonst bin ich bei Happy Home nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Ach, ich bin dabei. Gott sei Dank, ey. Puh, das war knapp. So, ein kleines, schönes, feines Haus. Wie ihr seht. Keine Wolken heißt schon mal kein Unwetter. Warten wir mal ab draußen. Ja, also entweder Flut. Ich baue mich hier bereit. Entweder ins Fenster klettern oder springen. Oder hier die Leiter nach oben aufs Dach. Werden wir gleich mal gucken. Ich finde auch das dauert viel zu lange alles. Ist so. Bis da mal was passiert, da kann man sich ja schon vorbereiten, sich ein paar Sandwiches machen und dann das Ganze hier irgendwie von oben oder von unten betrachten. Ich vermute mal Erdbeben. Ich sehe auch komm, kein... rutschen. Rutschen? Geht gar nicht, was ist das denn? Ja, was ein dreckiger Rutschen, muss erstmal einschmieren. Mit Fett. War klar, Erdbeben. Ich hab's doch gesagt, irgendwie weiß man das schon vorher. Was da passieren kann. So. Guck mal, ich kann U-Bog, du nicht? Nee. Ich kann nicht rückwärts laufen, ich kann nur nach vorwärts laufen. Nee, das geht funktioniert. Funktioniert bei mir nicht, der Moonwalk. Bei mir aber hier. Oh Gott, was war das denn für ein Lag? Was ist denn hier los jetzt gerade? Oh mein Gott, was war das denn? Nein, ich bin auf was runtergefallen, what the fuck? Ja, fast. Das werden wir alles schön gemütlich überleben hier. Also wenn man sich echt richtig doof anstellt. Aber ich würde jetzt gerne nochmal aufs Haus drauf. Das wäre nämlich ein bisschen Action da oben. Ja komm, hier an der Seite. Ja leider nein, das geht ja nicht ganz hoch. Das ist ja das Blöde. Du kannst ja da hochklettern und dann, was willst du da machen? Chillen. Dann zeig mir das mal. Ich beobachte das mal von hier. Zweite Etage und guck mal, was oben so abgeht. Ja, wenn die noch nicht eingestürzt ist. Das Haus ist schon eigentlich zusammengebrochen. Keine Ahnung, woraus es noch zusammengehalten wird. Aus ein paar alten Zahnstochern oder so. Keine Ahnung. So. Oh, jetzt kracht das Haus langsam zusammen. Ja, die linke Seite muss noch ein bisschen zerstört werden. Und ich stehe da am Fenster wie so ein Verrückter. Ich gehe mal bei euch auf den Rücken, Longs. Geht mal weg hier. Lass mich mal drauf, Kollegis. Hey. Hört ihr schlecht oder was? Dankeschön. So, guck mal, hier brauche ich mich gar nicht bewegen. Ey, der schubst mich einfach runter. Wer war das? Die Hütte kommt runter. Die haben hier so viele Gäste in dem Minigame hier. Das ist unfassbar. Ich hatte noch nie in einer Runde so viele Gäste. Krass. No, no. So, welcher Platz bin ich?
Ah, du bist wieder vor mir mit 87. Wir haben schon lange nicht mehr Natural Disaster gespielt, aber echt schon sehr, sehr lang. Vielleicht gibt es ja noch ein paar neue Maps, ein paar neue Attraktionen hier. Ah! Ja. Water Machine, nein, ich will keine Wettermaschine. Brauche ich nicht. Coastal Quickstop. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da unten sieht man es nämlich schon. Okay, da bin ich schon direkt teleportiert worden. Okay. Dann mal oft. Oh, guck mal, Gewitter. Das heißt, man kann einfach in den Turm reingehen. Oh Gott, einer schubst mich immer sowas von weg. Was ist mit dem denn los? Oder ich gehe hier ins Haus rein. Ist eigentlich pups egal bei Gewitter. Hauptsache, man hat ein Dach über dem Kopf und gut ist. Wo bist du im Haus? Ja, in diesem kleinen Haus. Ich gehe mal hier gerade auf den zweiten Stock. Und schau mir hier mal die dreckige Wäsche an, die hier rumhängt. Oh, ich kann noch höher. Ah, hier ist so eine Antenne. Wenn ein Blitz einschlägt, das wäre nicht so schön. So. Ah, ich bin so klein gewachsen. Ne? Das kommt davon, wenn man nur 1,20 ist und dann nicht mal übers Fenster gucken kann. Tornado! Oh. Ja, nein! Ja, nein! Tornado, Alter! Direkt hier neben uns. Der ist direkt vor meinen Augen aufgegangen, ey. Was für ein Pech, ey. So. Wenn ich mich jetzt nicht so blöd anstelle, müsste das eigentlich ganz gut hinhauen. Ich guck gerade wegen Settings. Volume. Guck mal. Was ist das denn? Selbstmörder. Ich habe mal ein bisschen die Lautstärke hochgestellt. Also im Turm ist man sicher, der kommt da gar nicht hin. Ja, weißt du, wenn der Tornado über da hingeht, was machst du dann? Escort. Der Guest 6570 läuft einfach mal genau rein. Und Love Germany wird gerade auseinandergenommen. Uiuiui. Ui, ui. Oh, ich habe fast einen Schlag abbekommen. Das war aber Glück. Bist du im echten Turm drin? Nein, ich stehe hier auf dem Baum. Ja, jetzt sehe ich's. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich komme da gar nicht hoch, ey. Ich bin doch, so, wenn ich von Kanten lang springe. Ich bin so klein gewachsen. Guck mal, ich komme da nicht hoch. Guck mal hier. Hey, what the fuck? Ah, jetzt geht's. Gott, das sieht so aus, als ob ich dir irgendwie an deinen Schniedel gucke. Nee, da muss ich mich umdrehen, so. Genau auf der Höhe, jetzt. Guck mal hier, mit der Kappe genau in den Bauch rein. Oh Gott, ey. Ach, das war ja pippig einfach, ey. Also da nicht zu überleben, das war ja echt, weiß nicht, Amateur-Style, ey. Ja, passiert. Wenn du einmal eine falsche Bewegung machst oder genau da stehst, wo er startet, dann ist es blöd. Ja, dann ist es natürlich blöd, das stimmt. Ist mir ja auch was passiert, aber ansonsten hat man eigentlich ganz gute Chancen, da zu überleben. Und jetzt bist du Erster. Ich geh kaputt, ey. Was geht mir hier ab, ey? Erster Platz, ey. Striker. Schon wieder. Was? Schon wieder die Map? Das finde ich immer dann komisch, wenn immer dasselbe ist. Oh, ich hätte aber mich resetten müssen. Ich habe nämlich ein bisschen Leben verloren. Ich hab's gemacht. Na, ich vergesse das immer. Ich muss mal palabern und vergesse ich immer das Wichtige. So, einmal aufs Schild drauf und dann aufs Häuschen. Aufs Häuschen drauf. Keine Wolken, das heißt Vulkan, Tornado. Ja, Vulkan würden wir aber auch sehen. Oder hier, Meteor oder so ein Driss. Oder Blitz, ja, Blitz nicht. Stimmt, Meteor kann auch sein. Guck mal, wenn du ganz rauszoomst, das die Map ist so klein. Beziehungsweise ich bin nur so ein kleiner Punkt auf der Karte. Weißt du, was das Problem ist? Wenn jetzt Überschwemmung kommt. Ja, dann lauf ich schnell zum Turm. Kein Problem. Kommst du überhaupt so hoch wie das Haus? Meteorschauer, leck mich am Arsch. Geh hier ins Häuschen rein. Aber ich ratzfatz. Ey. Hinter die Treppe, das ist wieder dein Style. Ja, Assi-Style ist das. Kuckuck. So, jetzt gucken wir mal hier von außen an. Ich hoffe, der prallt nicht genau vor mein Gesicht. Das wäre natürlich nicht so schön. Boah, was passiert, ey? Das ist nicht wahr, Alter. Als ob der mich gehört hat. Das glaubst du nicht, ey. Ich stand auch daneben. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, der prallt nicht auf mein Gesicht. Was passiert? Der prallt genau da drauf. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich. Was für ein Pech muss man haben, ey. Das ist ja unfassbar. Ich stehe da und der prallt genau vor mein Gesicht und ich bin tot. Das ist ja krass, ey. Gottes Willen. Der Turm, ey, da kannst du eigentlich dich mitten irgendwo im Turm, genau in die Mitte kannst du dich stellen, weil wenn von oben, die prallen ja eher so von oben, im 90-Grad-Winkel kommen die ja eher runter, die kommen ja nicht irgendwie so schräg runter. Das heißt, eben. Die fallen eh erstmal oben in den Turm rein. Und wenn du in der Mitte des Turms stehst, passiert da eh nichts. Das mache ich jetzt auch. Das
sage ich, epischer unten. Fail. Ich kann leider nicht so nah ranzoomen, dass ich dich sehe. Ich stehe ganz unten einfach fertig, egal. Ja, dürfte eigentlich auch nichts passieren. Ach Mann, wie bitter. Damit baust du deine Führung natürlich jetzt dementsprechend auch ein bisschen aus. Ein bisschen, ja. Du hast ja schon über 10 Punkte Vorsprung jetzt. Wenn du gewinnst, hast du 13 Punkte. Ist das bitter, ey. Ich muss mich erstmal direkt in den Tod stürzen dafür. Mach das. So, gucken wir uns jetzt mal das nächste Minigame an. Beziehungsweise Minigame, sage ich schon. Die nächste Map und das nächste Szenario. Jetzt haben wir schon Meteorschauer, Schneeregen gehabt, Erdbeben. Was haben wir noch gehabt? Tornado. Das war's, glaube ich, ne? Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Fury Station ist diese Tankstelle, glaube ich. Ja, und da kommt schon Gewitter, alles klar. Komm in den Truck rein. Wenn jetzt nicht Guest hier reingeht, hä? Wehe, du gehst da rein, Kollege. Da sind aber zwei LKWs. Ja, der geht echt rein. Zwei rein gehen. Was war das denn? Kann man nicht fahren? Doch, klar kannst du fahren. Fahr ich mal. Weg da! Ich fahr den platt, Junge. Was fahr den? Der fährt doch gar nicht. Guck mal, der bewegt sich gar nicht. Guck mal, die Räder, wie die sich drehen. Auf der linken Seite. Was ist das denn? Guck dir das an. Was ist das denn? Hä? Jetzt bleib ich stehen, jetzt sind wieder normal. Jetzt gebe ich Gas. Jetzt fährt der. Aber der ist irgendwie so wie so ein... Hä? Der ist kaputt oder so, keine Ahnung. Der fährt nur nach vorne und nach hinten. Ace Train, das ist scheiße. Obwohl, ne, wir können im LKW bleiben eigentlich. Ja, solange das Dach nicht kaputt geht. Oh, nee, kannst vergessen, ey. Hast du es verloren? Ja, ich hab schon fast die Hälfte vom Leben weg, ey. Hab ich jetzt gemerkt. Nächste. Am besten erstmal warten hier. Ja, genau, bis die Platte runterkommt. Nee, ich warte, bis die Platte runterkommt, genau. Weil du kannst oben gucken, was schwarz wird und das fällt dann natürlich runter. Jetzt gehe ich mal hier hin. Oh mein Gott, das Ding ist mir genau auf den Kopf gefallen. Ich gehe kaputt, Alter. Das heute ist nicht mein Tag, ey. Guck mal, ich steck da mitten da drin. Nein, ich bin fast tot. Alter! Oh Gottes Willen, was ist los heute? Nee, ey. Was für ein epischer Fehl, ey. Da habe ich ja direkt schlechte Laune. Nein, ey. Werde ich von 10 Platten erschlagen. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Boah, guck mal in den Chat bitte. Hier schubst mich. Was für ein geiles Englisch. Hier schubst mich. Von Epic Fehler, guck mal. Mit euch macht es echt Spaß. Ja, das ist natürlich cool, das freut mich. Aber trotzdem machen wir hier einen Break und sehen uns in der nächsten Folge von Roblox, Freunde.